Die Konferenz der Ministerpräsidenten in Weimar hat Horst Seehofer abgesagt. Das unangenehme Alternativprogramm, die Landtagsdebatte zum Fall Hans-Michael Strepp, dem zurückgetretenen CSU-Pressesprecher. Der soll mit einem Anruf beim ZDF versucht haben, Einfluss auf die Berichterstattung über die Bayern-SPD zu nehmen. Nicht nur die Münchner Opposition will nun wissen, ob Strepp auf eigene Faust gehandelt hat. Nach meinem Gespräch mit ihm hat er klipp und klar auf meine Frage, ob ein Auftrag vorlag, erklärt, nein. Für die Opposition ist Strepp nur ein Bauernopfer. Es sei schwer vorstellbar, dass der Pressesprecher eigenmächtig gehandelt habe. Ich sage, es handelt sich nicht um eine Affäre Strepp. Strepp war der Streppenzieher. Aber es handelt sich um eine Causa Seehofer. Weil Seehofer mit der bayerischen Öffentlichkeit spielt, er gibt nicht alle Informationen preis. Und es ist jetzt hier und heute die Gelegenheit, im Bayerischen Landtag Transparenz walten zu lassen. Empörung über die versuchte Einflussnahme auch beim Deutschen Journalistenverband. Es ist aus unserer Sicht schon skandalös, wenn der Sprecher einer politischen Partei versucht, die Berichterstattung über den Konkurrenten im zweiten deutschen Fernsehen zu verhindern. Das ist schon nicht mehr akzeptabel. Ein unangenehmer Tag im Parlament für Horst Seehofer. Trotz des Abgangs des Pressesprechers dürfte die Anrufaffäre für ihn noch nicht ausgestanden sein.